und es ist morgen geworden. Und ich komme immer wieder an das Mikrofon, also ich muss mir mal einen anderen Platz dafür bald suchen. Wobei, Susi und ich wollten uns ja sowieso ein neues anschaffen irgendwann. Oh, die Fehlgeburt ist immer noch da. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Danke, Dea. Sprich mit dem Baron über seine... über seine Tochter und finde die Tochter in Ochsenfurt. Wo ist denn bitte Ochsenfurt? Ist da oben, okay. Ah, nee. Wir gehen erstmal zum Baron. Wir sind ja nicht weit weg und das Pferd steht ja hier. Weißt du was, wir reiten bis dahin. Hier, Pflanze nehmen wir mal mit. War eine Hundspetersilie. Und im Morgenrot reiten wir um 5 Uhr zurück zu ihm. Und Dea wachte also im Prinzip die ganze Zeit über uns, beziehungsweise zeigte uns den Weg. Und ich finde das echt geil, immer noch eingebaut. Oh, sieht das schön aus. Brrr, Plötze, brrr. So. Wir müssen nach Krenfels. Müssen wir jetzt den Hauptweg hier folgen. Einmal übers Feld geritten. Ich versuche die Abkürzungen so weit zu nehmen. Weil ich es vermeiden möchte, einen riesen Umweg jetzt zu reiten. Plötze will da nicht durch. Okay. Verstehe ich ja, ist knietief. Ja, dann reite mal hier an der Seite entlang, bitte. Und Plötze, da kommst du doch rüber. Da kommst du doch rüber. Plötze. Och. Ist ja gute, störrischer alter Bock. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Oh, sieht das schön aus mit dem Gras und so. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie toll dieses Spiel einfach gemacht wurde, gestaltet wurde und wie detailliert es ist. Oh, ich komme hier doch nicht hoch. Haha. Ich komme hier doch nicht hoch, wie ich es mir dachte. Aber hier komme ich hoch. So, wo ist denn hier der Eingang? Bitte lasst mich mal rein. Darf ich drüber springen? Nein, darf ich nicht. Prellt sofort ab von dem Zaun. So, dann müssen wir mal auf die Seite hier. Mal gucken, wo wir da reinkommen. Da vorne kämen wir rein. Oh, da ist, ne? Da kommen wir auch nicht drüber. Da kommen wir auch nicht drüber. Okay. Also in echt würde ich da ja drüber klettern einfach so. Aber gut. War nicht hier sogar der Ort, wo der ja begraben war? Ja, hier war es. Da war noch eine Kiste. Mondscherben und Meteoriten-Diorit-Gedöns da. Herzogwasser. Mhm. Liegt sonst noch was hier? Ja, da ist noch was in einem Sack. Bärenfett. Es sieht einfach so traumhaft aus. So traumhaft schön, diese Welt. Ich kann es immer nur wieder sagen. Und ihr werdet es vermutlich noch öfters in diesem Let's Play hören. So. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Baron und klären ihn auf, was mit seiner Familie ist. Hexer, auf ein Wort bitte. Was will der denn von uns? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Tja, was ist denn wohl mit ihm?
Das wüsste ich gerne. Schauen wir mal nach, was mit ihm ist. Der Baron. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Tja, es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ja, wir müssen aber trotzdem mal eben über deine Familie reden, was mit der passiert ist. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Sitzt aber stundenlang, tagelang da. Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Na komm. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Oh, wir spielen wieder Ciri. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Auf der Straße in Kaer Morhen. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Naja, ich bin keine Hexerin. Ich bin die Ausnahme. Sie ist doch jetzt. Ist sie eine Hexerin? Ich weiß es nicht. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaube ich dir aufs Wort. So wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen.
Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Warum nicht? Hast du Angst vor dem Rennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Oh Gott. Ich hoffe, dass wir das Schwert nicht abgeben müssen, weil ich zu schlecht bin oder so. Ah ja, schauen wir mal. Aber ich denke mal, das Pferd hat sie gekriegt. Sollte ja eigentlich, ne? Oh Gott. Tagesanbruch. Wählen. Nördliches Temerien. Sonnenaufgang. Oh, da ist sie. Ja, wie süß. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Okay. Aufsteigen! Welches ist unseres? Das Weiße, denke ich mal. Los, oh, schön. Ziri, mach uns keine Schande. Das weiße Pferd ist toll. Ich will auch so ein weißes Pferd haben, Geralt. Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Was? Hatte er echt? Cool. Schneller. Na los. Zeig ihr, wie es geht. Na los. Die Pferdeausdauer hält nicht so lange. Oh Gott. Ich glaube, er überholt uns gleich. Besiege den Baron im Pferderennen. Ich bin gleich am Turm, ich bin gleich am Turm. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nein. Oh, doch, ich hab's geschafft, so gerade eben noch. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Ein Greif? Keine Chance zu gewinnen. War das ein Greif? Oder ein Drache? Bin mal gespannt. Ciri muss jetzt auf jeden Fall gegen den Greif kämpfen. Das ist wieder alles. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Ich finde das aber... Ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Spielen wir Gwind. Okay, spielen wir Gwind. Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne auch noch meistens. Setz dich, wenn du ein Blatt hast. Besiege mich und du kriegst eine meiner einzigartigen Karten. Ich will aber auch. Klingt das? Ich will aber auch ein bisschen Geld. Spielen wir. Wir spielen jetzt eine Runde Gwind. Dann gucken wir mal weiter. Losgehen. Wir haben ja relativ gute Karten noch, sag ich mal. Dein Gegner beginnt. Der weg. Das ist soweit alles okay. Den habe ich doppelt, also lege ich den auch nochmal weg. Gut, Rundenbeginn. Dein Gegner ist am Zug. Und er zieht eine Einserkarte. Dann ziehe ich auch. Dann ziehe ich eine Zweierkarte in den Kampf, ne? Jetzt verbrennen. Er hat einfach mal so meine Karte verbrannt. Weißt du was? Ich leg meinen Anhängerbonus aus. Mein Anführerbonus aus, so.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich das, was dieses Handzeichen bedeutet. Alles Klärchen. Spielen wir das selber mal. 6, er hat 10, ich habe 8. Und durch den Kumpelbonus habe ich 16. Ah, jetzt verstehe ich auf jeden Fall diesen Bonus schon mal. Oh nein, klirrende Kälte. 10 zu 4. Damn it. Ich muss auf jeden Fall jetzt dick nachlegen. Den kann ich nicht legen. Ich lege lieber hier eine Balliste. Wie er auch gelegt hat. So haben wir gerade 10, 10. 14. Ich passe. Wir haben gerade nämlich 11 zu 10. Mal schauen, was er jetzt tut. Okay, er haut eine Balliste raus. Einen Tribock raus. Damit hat er die Runde leider gewonnen. Das ist schade. Dein Gegner ist am Zug. Er haut eine Fünfer raus. Dann hau ich eine Sechser raus. Wir müssen auf jeden Fall den Baron besiegen. Koste es, was es wolle. Er haut eine Fünfer raus. Habe ich auch noch eine 5er raus. Habe ich 11. Mein Gegner hat gepasst. Ich glaube, dann passe ich auch. Ich habe die Runde gewonnen. So, die nächste Runde hoffe ich gewinne ich jetzt auch. Er hat nicht mehr allzu viele Karten. Oh ja. 6er, 5er, 5er. Ich hau erstmal die 6er raus. So, dann schauen wir mal, was er jetzt raushaut. Bogenschützen 5er. Dann hau ich die raus und verstärke dadurch meine Balliste. Mein Tribock, mein Gott. Balliste hatte ich ja vorhin. Oh, und noch so ein Schwertkämpfer. Das heißt, er hat schon 20 fucking Punkte. Das ist übel. Das ist sehr übel. Ich bin bei 13. Bei 18, wenn ich die leg. Okay. Er gewinnt. Er gewinnt, gewinnt. Scheiße. Ich glaube, die kann ich nur. Mein Gegner hat gepasst. Er wird gewinnen. Die kann ich nur auf seiner Seite legen. Das ist nicht gut für mich. Sonnenschein. Könnte ich noch legen. Komme ich aber nicht auf seine. Doch, ich habe gewonnen. Boah, war das Glück. Boah, war das fucking Glück. Ah, ich habe gedacht, versuch's mal einfach, weißt du? Geil, Du das war hast jetzt Glück. gewonnen. Ein Mann zählt nur so viel wie sein Wort. Da hast du die Karte. Ich fürchte, in Velen findest du nicht viele würdige Gegner. Der Bootsbauer in Erzdorf könnte einer sein. Außerdem gibt es dann noch einen alten Wahrsager östlich von hier. Bei der Windmühle, so viel ich weiß. Und dann ist da noch dieser Junge. Nicht gescheiter als eine alte Mähre. Aber Karten spielt er teuflisch gut. Ich weiß nicht, ob du dem schon gewachsen bist. Das schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir das Gewinnspiel für Spieler in Velen. Gewinnspieler in Velen haben wir Kommissar, schon du hast abgeschlossen. gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Sigismund, Fabian Sigismund? Nein, ne? Ich habe nicht zu tief ins Glas geschaut. Ich schaue niemals zu tief ins Glas als Hexer. Ich muss immer bei klarem Verstand sein. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Ja, die Triss, ne? Wie wir wissen. Gut. Geben wir ihr. Allerdings habe ich gerade keinen Ansatz, wo ich nach der Mutter suchen kann. Deswegen gehen wir erstmal zu Tamara. So, wir können bis zum Galgenhügel reisen. Den Rest müssen wir dann zu Fuß gehen. Und bevor wir weiterreisen, erstmal was essen. Das Naschwerk esse ich auch nochmal. Benutzen einmal hier. Und benutzen hier. Essen noch die Wolfsleder. Leber. Und kaufen uns nochmal. Geh mal weg hier, du betrunkener Je Tölpel. mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Ja, so siehst du auch Willst aus. du einen Blick auf unsere Waren werfen? Na, sehr gerne doch, der Herr. Ich möchte gerne schauen, was du Zeig mir, mir was du hast. an Nahrungsmitteln anzubieten hast. Hier Zwiebeln, die sind nicht so teuer. Brot und Backkartoffeln. 85, 55. Hier, zack, nehme ich. Hier, zack, nehme ich. Wasserflaschen. Boah, nee. Die Wasserflaschen sind immer so übelst teuer. Leere Flasche.
Alraunlikör, Kirschlikör, Mahakamas, Schnaps und Nilfgaardischer Zwergen, Zitronenwodka. So, eine dritte Karte, okay. Schauen wir mal, was er jetzt wieder zu verkaufen hat an Essen oder so. Warte. Was hast du anzubieten? Zeig mir, was du hast. Wird ja immer neu generiert. Das ist nämlich sehr gut. So kann ich mich ein bisschen jetzt ausstatten mit Essen. So, jetzt habe ich nur noch 30, aber dafür genug zum Regenerieren dabei. Zeig mir nochmal, was du hast, dann Zeig mir, was du hast. So, er hat noch Brote. Kostet 25, kostet 17. Sechs Stück kann ich kaufen, dann habe ich jetzt, ich habe jetzt kein Geld mehr. Schauen wir mal, was wir ihm verkaufen können. Oder könnten. Ich glaube nicht viel eigentlich gerade. Das können wir weghauen. Das können wir weghauen. Elegante nilfgaardische Schuhe. Weg. Kaer Morhen Rüstung. Der weg. So, dann haben wir 77 und können uns hier nochmal etwas zu essen kaufen, damit wir die Vitalität unterwegs regenerieren. So, jetzt habe ich nur noch 10, aber ich denke mal, das sollte jetzt erstmal reichen. 10, 11 davon, 32 von den Backkartoffeln. Ich vermute mal, das reicht erstmal.